Hi Leute, willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr im Titel sicher gesehen habt, möchte ich euch heute gerne mal den Duplico zeigen. Es wird allerdings kein Unboxing, sondern nur ein Review. Da ich den Duplico nur einmal habe und ich finde es auch geil, dass ich ihn überhaupt bekommen habe, weil er ist ja sehr teuer und sehr schwer zu kriegen bisher. Denn neuerdings soll er jetzt bald wieder neu rauskommen zu einem ganz normalen Preis. Da werde ich ihn auch nochmal holen, wenn ich da irgendwie drankomme. Und dann gibt es auch ein Unboxing. Ich hatte in einem Short-Video den Duplico schon mal gezeigt, aber ich möchte ihn gerne jetzt noch mal etwas genauer zeigen. So sieht die Figur von vorne aus. Der Duplico ist aus der Sunman-Reihe, die ich ja jetzt eigentlich nicht mehr so sammle. Ich habe zwar einige davon, aber weiß ich nicht. Gibt mir nicht mal das, was es am Anfang so gegeben hatte. Aber der Duplico, den fand ich schon immer geil. Der sieht komplett anders aus als die anderen Sunman-Figuren. Und nein, es ist nicht nur, weil er selten ist, sondern der sieht generell einfach anders aus. Besser. Der sieht irgendwie richtig cool aus. Und vor allem hat er Potenzial, wenn man jetzt zum Beispiel Customs mal damit machen will. Auf jeden Fall. Ja, der Duplico, der hat auch, wie ihr seht, hat er auch oben so eine Snakeman Oberseite wieder dran. Er hat das Master-Symbol natürlich und die explodierenden Steine, wie immer. Duplico, und ihr seht auch, es ist eine amerikanische Karte, da es den ja bisher nur in Amerika gab. Oder damals, wo ich ihn kaufte. Ich muss dazu sagen, ich habe dafür aber nicht so viel bezahlt wie leider viele andere. Also ich habe den sogar mal gesehen für fast 200 Euro. Würde ich im Leben nicht bezahlen. Obwohl es eine geile Figur ist. Vorne hat er wieder Rulers of the Sun, den Sunman-Aufkleber hier drauf. Und allein die blaue Weste, die macht schon ordentlich was her, finde ich. Die Weste so in Verbindung mit dem Kopf gefällt ja mir richtig gut, der Duplico. Also wenn die ganzen Sunman-Figuren so gewesen wären und noch weitergeführt worden wären, vielleicht hätte ich mir da noch mehr von geholt. Wer weiß das schon. Es gibt aber auch bei den Sunman-Figuren wirklich Figuren, wo ich gesagt habe, ne. Wo ich wirklich den Kauf bereut habe. Und zwar, ich kann es ja ruhig sagen, ist ja egal. Also mir hat zum Beispiel wirklich den Rest gegeben, die europäische Version vom Duplico, nämlich der Hypno. Also, wie gesagt, es ist ja jedem selbst überlassen. Es ist nur meine persönliche Erfahrung und meine persönliche Meinung. Der Hypno hat mir in Sachen Sunman-Figuren den Rest gegeben, wirklich. Na gut, aber wir wollen ja hier über den Duplico reden. Das Artwork finde ich richtig genial. Da ist auch der Snake Armor He-Man, der Snake Armor Skeletor zu sehen. Und wie er damit Pickett gegen Duplico kämpft. Das Artwork, das sieht wieder richtig genial aus. Dann habt ihr hier wieder die ganzen anderen Figuren der Wave zu sehen. Das Action Feature von Duplico könnt ihr da sehen. Ihr seht das alles gleich nochmal in der Detailaufnahme etwas genauer. Und wie ihr sicher bemerkt habt, ist der Duplico in so einem flexiblen, ich sag mal, Case, in so einer Schutzhülle. Die war bei meinen Slamurais dabei. Ist natürlich nicht das gleiche wie ein Sora-Case, aber sie schützt die Figur erstmal ausreichend. Weil die Karte ist auch noch in einem super Zustand, wie ich finde. Bis auf ein paar minimale Stellen. Ne? Aber es reizt einen schon sehr, dass man die Figur auspacken will. Das, ne? Das zieht ganz schön an den Nerven, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber gut, vielleicht kommt das Unboxing ja irgendwann, wenn der Duplico ja jetzt rauskommen soll bald, zu einem normalen Preis. Da werde ich mir sicher auch holen. Gut, schauen wir uns erstmal die Karte im Detail an. Ja, was soll ich sagen? Dank dem lieben Stefan habe ich endlich den Duplico. Ich wollte ihn die ganze Zeit haben, nur da ist ja so schwer dran zu kommen, zumindest zu einem bezahlbaren Preis. Das ist der absolute Wahnsinn. Die Amerikaner, die haben ja Duplico gekriegt anstelle von Hypno. Ja, und Hypno ist, naja, das ist wieder eine andere Geschichte. Der Duplico kommt auf einer Snakeman-Karte. Oben seht ihr den Schlangenkopf über dem Masters of the Universe-Symbol. Ganz oben rechts, frei ab 6 Jahre. Duplico, Heroic Duplicator. Sieht schon richtig geil aus, die Figur. Da es eine amerikanische Karte ist, Modern Posing, Retro Play, ganz in groß.
Es gibt, glaube ich, zwei verschiedene Versionen in der Bemalung vom Duplico, aber ich bin schon froh, überhaupt einen zu haben. Ich finde diese Weste, die passt, und der Kopf, das passt nicht zu den normalen Sunman. Ich finde diesen Sunman, den Duplico, finde ich eine ganze Ecke cooler. Und das liegt nicht nur daran, dass er schwer zu finden ist. Ich bin wirklich froh, den jetzt in meiner Sammlung zu haben. Und bei Zeiten wird er auch noch ein richtiges Sora-Case kriegen. Unten auf dem Blister hat er natürlich den Sunman-Aufkleber, Rulers of the Sun. Er hat auch diese Schlangenhaut auf dem Blister drauf. Ansonsten hat er blau-rote Stiefel an. Und so ist auch eigentlich der Rest seiner Bekleidung. Er würde so ein bisschen aussehen wie ein Wrestler, wenn er die Weste jetzt nicht umhätte. Unten rechts das Mattel-Logo. Ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Artwork macht einiges her. Hier seht ihr Duplico, wie er gegen Pickett kämpft und Snake Armor Skeletor. Gott sei Dank wurde dieser Includes Comic Stern wieder so gemacht, dass er fast nicht auf den Figuren drauf ist. Er ist zwar ein bisschen drauf, aber naja. Hier seht ihr auch interessanterweise, dass Pickett scheinbar zaubern kann. Wusste ich auch vorher noch nicht. Hier seht ihr Snake Man. Rise of the Snake Man mit den beiden Schlangen rechts und links. Darunter weitere Figuren der Wave. Wie gesagt, wir hätten eigentlich den Duplico auch kriegen sollen. Wir haben aber den Hypno leider gekriegt. Das ist die Wave, in der Snake Armor Skeletor bei war, Mini Comic Roboto und Tang Lesher. Links seht ihr das Action Feature, was er hat. Nämlich gar keins. Er hat nur eine Waffe dabei. Aber das reicht auch. Er sieht irgendwie aus wie ja, wie soll ich das sagen, wie so ein Space Sheriff. Keine Ahnung, der erinnert mich so ein bisschen an Marshall Bravestar, so in der Art. Auch wenn ich jetzt wahrscheinlich geschlagen werde für diese Äußerung. Aber der hebt sich einfach deutlich von den anderen Sunman-Figuren ab. Und das finde ich richtig cool. Ja, und wieder mal jede Menge Verbraucherhinweise. Unten links das Mattel-Logo. So Leute, das war mal wieder mein Video. Wie gesagt, das ist nur ein Review und kein Unboxing. Ich finde den Duplico auf jeden Fall richtig genial und ich kann es kaum erwarten. Weiß ja nicht, wann der rauskommt, der andere. Die Neuauflage, ich glaube nächstes Jahr. Den endlich mal auszupacken und den in Händen zu halten. Ich könnte den jetzt natürlich auch auspacken, aber der war ehrlich gesagt dafür zu teuer. Und wer weiß, in welchem Zustand die Karte von dem anderen ist. Deshalb warte ich erstmal. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns sehr bald wieder in einem meiner nächsten Videos. Vielen Dank und macht's gut. Ciao.